Hallihallo, da bin ich wieder und heute bin ich bei einem Kunden. Da haben wir einen Garagenzylinder und bei diesem Garagenzylinder, das ist ein Motorrad, ein Wendeschlüssel, so sieht er aus. Und da ist es so, dass die Leute da Klebstoff reingemacht haben. Das Problem ist, diesen Zylinder kann ich nicht bohren, ich kann ihn auch nicht fräsen. Das heißt, ich könnte ihn fräsen, aber mein Fräskopf geht davon kaputt. Und bis ich den dann aufgefräst habe, den Zylinder, dann habe ich da zwei bis fast drei Fräser von zerstört. Und heute mache ich da mal eine ganz andere Methode. Und zwar ist dieser Klebstoff drin. Ich werde das Ganze jetzt heiß machen und dadurch löst sich der Klebstoff. Und dann werde ich den Schlüssel reinstecken und den dementsprechend versuchen aufzumachen. Mal gucken, ob man das so sehen kann. Ich halte das dann nochmal ran. So sieht das aus. Klebstoff. Und ich nehme jetzt mal einen Brenner und versuche das Ganze mal heiß zu machen. Mache ich dann mal so ein Teil hier.